Ich heiße Sie herzlich willkommen im Rahmen der M&A und Nachfolgewoche von dub.de und dub Unternehmer. Im Rahmen dieser Woche haben wir zahlreiche Facetten beleuchtet und werden noch beleuchten, rund um das M&A-Geschehen, vom abgebenden Unternehmer bis zum übernehmenden Unternehmer. Wir haben einbezogen Mediatoren, wir haben Finanzierung, wir haben alle Aspekte einer Unternehmenstransaktion durchleuchtet. Und ich möchte mich da relativ kurz fassen. Es gibt Transaktionen, die laufen ab, wenn man steueroptimiert verkaufen will, mit einer Vorlaufzeit von über 7 Jahren. Und im heutigen Thema werden wir sicherlich die Erfahrung jetzt sammeln, was bedeutet es, wenn man diese 7 Jahre zusammenschrumpfen muss oder kann, eindampft quasi auf in Zeitlupe, in Slow Motion, dass man sagt, und ich habe jetzt einen Zeitrahmen, der ist gesteckt, in dem muss ich einem Patienten wieder auf die Beine helfen. Ich habe diesen Vergleich nicht vollgänzlich jetzt mit Bildern ausgemalt, mit dem Patienten, aber das werden wir sicherlich im Laufe unseres Austausches heute sehen, was es bedeutet, dem heutigen Thema Rechnung zu tragen mit Ihrem Expertenwissen. Das Thema heute lautet Erfolgsfaktoren für Investments in Krisen- und Insolvenzsituationen. Und ich möchte Sie jetzt in der Folge kurz vorstellen und danach in einer ganz kurzen, sehr knappen Einführungsrunde nochmal jedem Einzelnen die Möglichkeit zu geben, sich selber nochmal darzustellen, wo steht er, wo steht sein Unternehmen, für das er steht, und da vielleicht eine grobe Einordnung zu geben, bevor wir dann in das Thema im Deep Dive einsteigen. Ich begrüße als erstes Frau Katharina Gerdes von der BRL Bögerode Lübbehüsen, Partnerin, Mitgründerin und aktuell Vorsitzende des Vorstandes der Distressed Ladies, Women in Restructuring e.V. Das ist ein Zusammenschluss führender Expertinnen der Restrukturierungs- und Sanierungsbranche. Frau Gerdes, dazu dürfen Sie gleich auch noch was ganz kurz anmerken. Ich begrüße des Weiteren Herrn Timo Klees von PwC Deutschland, Partner im Bereich Distressed M&A. Und last not least, Hans-Peter Schmelzer, FMC Beteiligungs KG, Partner im Bereich Private Equity. Frau Gerdes, mögen Sie noch ein paar erläuternde Worte, Eingangsworte finden und gerne auch nochmal Bezug nehmen auf die Distressed Ladies. Ja, gerne. Also, wie gesagt, mein Name ist Katharina Gerdes. Ich bin Partnerin bei BRL. BRL ist eine multidisziplinäre Kanzlei. Also das heißt, wir bieten neben der Rechtsberatung auch Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung an an 6 Standorten in Deutschland. Und diese Multidisziplinarität, die zahlt sich immer wieder gerade in Restrukturierungs- und Sanierungssituationen aus, weil wir eben Expertenwissen einfach in sehr kurzem Zugriff haben, was wir für die Beratung in diesen Fällen benötigen. Und die Distressed Ladies, ja, Sie haben eigentlich schon alles Wesentliche gesagt, ein Zusammenschluss führender Expertin im Bereich Restrukturierung und Sanierung. Also das heißt, wir haben Insolvenzverwalterin dabei, wir haben rechtliche Beraterin dabei, wie mich, wir haben betriebswirtschaftliche Beraterin dabei, Bankerinnen, die sich hauptsächlich mit Restrukturierungs- und Krisenthemen beschäftigen, Frauen, die auf Investorenseite stehen, also das ganze Spektrum abdeckend, also auch da diese Multidisziplinarität, die im Vordergrund steht. Und wir unterstützen uns fachlich und bei Geschäftsentwicklungsthemen. Das ist Sinn und Zweck dieses Netzwerks. Vielen Dank für die Einführung und die Erläuterung. Und Sie halten den Ball sehr angenehm flach, sehr sympathisch. Wenn ich das Mitgliederverzeichnis der Distressed Ladies durchsehe, dann ist es so ein bisschen das Who is Who der Szene, was sich da auch versammelt. Also da würde ich das ein bisschen höher aufhängen. Herr Klees, Ihre einleitenden Worte bitte. Ja, ich bin Partner bei PwC. Das ist eine der größten Professional Service Firms weltweit. Ich denke, es ist hinlänglich bekannt, dass wir neben der, zumindest ich höre mich doppelt, insofern, das ist bei Ihnen nicht so. Bei mir halt es ein wenig. Okay, ist es jetzt besser? Deutlich. Okay. Dann fange ich noch mal kurz von vorne an. PwC, eine der größten Professional Service Firms weltweit, Schwerpunkt in der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und letztlich auch Unternehmensberatung.
Ich verantworte hier in Deutschland Unternehmenstransaktionen in Krisen- und Insolvenzsituationen, neudeutsch Distressed M&A. Mache dieses Geschäft seit gut 15 Jahren. Wir führen mit unserem Team im Jahr zwischen 5 und 10 solcher Transaktionen, entweder auf der Verkäufer- oder auf der Käuferseite statt, agieren regelmäßig Hand in Hand, unter anderem mit Frau Gerdes und anderen Experten von der juristischen Seite. Insofern freue ich mich auf den heutigen Austausch, denn das ist letztlich unser Home-Turf. Vielen Dank an Sie. Und last not least wiederum, Herr Schmelzer. Ja, mein Name ist Peter Schmelzer. Ich bin Partner der FMC Beteiligungs KG. Das ist eine recht junge Beteiligungsgesellschaft, seit gut 2 Jahren unterwegs, nicht fondsgebunden, also verhältnismäßig frei agierend. Wir investieren verhältnismäßig breit und haben uns auf die Fahnen geschrieben, nachhaltig zu investieren, also mit einem sehr langfristigen Investitionsfokus, in der Regel ohne Exit-Absichten. Freue mich auf die Diskussion hier. Wir sind recht stark im Restrukturierungsbereich unterwegs, weil wir alle einen Restrukturierungs-Background haben in unserer Mannschaft, investieren allerdings nicht ausschließlich distressed. Im Moment ein starker Fokus auf distressed. Okay, also vielen Dank auch an Sie. Und ich würde insofern ins Thema einsteigen. Der Herr Klees nannte den Begriff Distressed M&A. Würden Sie uns da noch mal ein bisschen abholen und sagen, was versteht man eigentlich unter Distressed M&A? Wie kann man diesen Raum ausfüllen mit Inhalt? Ja, also wie der eigentliche Begriff schon sagt, Distressed sind Unternehmen dann, wenn es eben kriseninduziert ist. Das heißt, regelmäßig haben Unternehmen das Stadium einer Strategie, oft auch schon Erfolgskrise, verlassen und entwickeln sich in Richtung einer Liquiditätskrise oder sind bereits in der Liquiditätskrise angekommen. Zudem zeichnen sich die Situationen dadurch aus, dass es mehr Stakeholder gibt, als man das klassischerweise in M&A-Prozessen kennt, die zumindest üblicherweise von Gesellschafterseite dann auch geprägt werden. In Krisen- und Insolvenzsituationen ist es so, dass die Finanzierer mit am Tisch sitzen, dass es CROs gibt, dass es Rechtsberater, Insolvenzrechtler gibt. Also das Potpourri wird bunter und es gilt dann eben in diesen Situationen auch die Stakeholder zu managen. Regelmäßig findet das Ganze unter deutlich erhöhtem Zeitdruck statt, der mitunter eben durch die Liquiditätsnöte ausgelöst oder zunehmend verschärft wird. Und insofern ist es im Prinzip M&A unter erschwerten Rahmenbedingungen und mit einer Vielzahl an Beteiligten und erhöhter Komplexität. Es klingt ein wenig nach den Experten unter den Experten. Es kam jetzt gerade der Bedarf an Liquidität, das ist einer der ganz wichtigen Faktoren. Es ist irgendwie kein Geld da. Jetzt hätte man natürlich gerne den Herrn Schmelzer damit reingenommen. Ich weiß nicht, wo er verschwunden ist. Insofern würde ich das weitergeben gern an Sie nochmal, ob Sie was dazu sagen können, welche Chancen und Risiken sich aus der Sicht eines Investors verbergen hinter einer möglichen Involvierung in ein solches Verfahren, in so eine M&A-Transaktion? Ja, um mal mit den Chancen vielleicht anzufangen. Durch die Komplexität der Situation scheiden viele klassische Investorengruppen von vornherein aus, weil sie nicht ausreichend Pragmatismus mitbringen und Handlungsgeschwindigkeit, um in diesen Situationen erfolgreich agieren zu können. Heißt also, Investoren, die kurze Entscheidungswege haben, die mitunter auch offen sind für flexible Transaktionsstrukturen, können sich hier per se schon einmal einen Vorteil verschaffen. Und wenn man ganz ehrlich ist, mündet das regelmäßig eben auch in attraktiven Kaufpreisen, die gezahlt werden,
aufgrund der Umstände. Risiken, würde ich sagen, sind insbesondere darin begründet, dass die Krisenursachen aufgrund des Zeitdrucks, auch der Komplexität, nicht immer bis ins Letzte durchdrungen werden können. Also insofern vielleicht man auch sich der Tatsache bewusst sein muss, dass das schon mal so ein bisschen den Charakter eines Gebrauchtwagenkaufs haben kann, nämlich gekauft wie gesehen, um es mal auf die Spitze zu treiben. Aber da kann Herr Schmelzer sicherlich jetzt, wenn er da ist, das noch sehr viel besser aus eigener Erfahrung schildern. Herzlich willkommen zurück, Herr Schmelzer. Und ich hatte eigentlich eine Frage, die ich gerne an Sie in Richtung Beteiligung wegen des Geldes, Liquidität und in diesen Prozess einzusteigen. So eine Transaktion, Distressed M&A, scheint ja nichts für Schönwettersegler zu sein. Würden Sie da aus Ihrer Sicht nochmal was sagen, wo Sie sagen, Mensch, aus unserer Sicht? Ja, also erstmal entschuldige ich mich, mein System ist abgestürzt. Nichts für Schönwettersegler ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, und zwar sowohl der Transaktion im vorinsolvenzlichen Bereich als auch aus der Insolvenz. Ich habe Herrn Kliss gerade schon gehört, der gesagt hat, in der Regel ist die Datenlage in Distressed Cases nicht so besonders gut. Es gilt, relativ schnell zu handeln. Sie haben eine Incomplete Due Diligence. Sie haben wenige bis wertlose Garantien auf der Verkäuferseite. Hohe Komplexität in der Regel, weil sehr viele Stakeholder gibt, also nicht nur Eigentümerinnen und Eigentümer, sondern auch finanzierende Partner, Lieferanten und Kunden und ähnliche, die schon, sagen wir mal, argwöhnisch auf solche Unternehmen schauen. Und das sind sicherlich alles Aspekte, die Transaktionen in diesem Distressbereich herausfordernd machen. Deswegen nichts für Schönwettersegler. Ich hatte gerade schon den Begriff Experten. Es ist ja eine Nische, es ist eine Nische für Experten, und das ist besonderes Expertenwissen, auch für mich im Übrigen. Frau Gerdes, um Sie mal abzuholen, aus Ihrer Sicht, können Sie was noch zu den Chancen und Risiken sagen, die sich dafür Investoren ergeben? Ja, also jetzt aus rechtlicher Sicht betrachtet, muss man eine ganz klare Trennung machen zwischen, gucke ich mir ein Unternehmen in der Krise an, vorinsolvenzlich oder aus dem Insolvenzverfahren heraus. Und man muss dann auch überlegen, als Investor, schlage ich zu vor Insolvenz oder steht das Unternehmen so nah an der Abrisskante, dass man sagt, es macht vielleicht auch Sinn, auf die Insolvenz zu warten, weil die Insolvenz unter Umständen auch deutliche Vorteile für einen Erwerb bergen kann. Also auf der einen Seite muss man sich natürlich die Frage stellen, wie virulent ist das Thema des sogenannten Insolvenzstigma für das Unternehmen und auch für mich als Investor. Also baut das Unternehmen durch die Insolvenzantragstellung nochmal stark ab in der öffentlichen Meinung, oder ist das Risiko, dass mir die ganzen Mitarbeiter abhanden kommen, extrem hoch? Also beispielsweise IT-Branche, da sagt man immer, dass das sehr schwierig ist, die Leute zusammenzuhalten, weil der Markt für die einfach so gut ist. Das sind Sachen, die man abwägen muss. Auf rechtlicher Seite ist das so, dass sie in der Insolvenz eben gerade eine leistungswirtschaftliche Sanierung viel einfacher durchführen können als im Vorfeld der Insolvenz. Sie können Verträge beenden unter vereinfachten Bedingungen, die für das Unternehmen unvorteilhaft sind. Sie können auch die Belegschaft anpassen, da wo es zwingend notwendig ist, unter vereinfachten Bedingungen. Also das sind Überlegungen, die durchaus für eine Insolvenz sprechen können, und natürlich auch die Entschuldung des Unternehmens insgesamt. Dann ist darauf hinzuweisen, dass wenn Sie vorinsolvenzlich kaufen, Sie bestimmte Risiken haben, gerade wenn der Verkäufer das Problem hat. Also jetzt beispielsweise ein Asset, eine Beteiligung verkaufen will, um an neue Liquidität zu kommen und die Krise zu überwinden. Dass wenn der Verkäufer dann doch in die Insolvenz geht, das sogenannte Anfechtungsrisiko besteht, dass dann im Nachhinein dann ein Insolvenzverwalter diese Unternehmenstransaktion angreift. Also das sind so Themen, die muss man einfach im Kopf haben, was den Zeitpunkt des Erwerbs angeht. Auf der anderen Seite nochmal aufgreifen, das, was Timo Klees und Peter Schmelzer gerade schon sagten, wenn Sie aus der Insolvenz kaufen, werden Sie in der Regel keine Gewährleistung durch den Insolvenzverwalter sehen.
Also es werden keine Garantien abgegeben und das gepaart natürlich mit der Tatsache, dass sie eine schlechte Informationslage haben, meistens, wenn sie sich an solche Probleme in der Krise angucken. Und da muss man sich eben schon sehr genau auch bei der Kaufpreisgestaltung überlegen, wie gehe ich das Thema an. Vielen Dank für die Ausführung. Ich fasse das mal zusammen. Trübes Wasser, Abrisskante, wie nah dran, unklare Datenlage. Was muss man denn dann, wenn man sagt, Gebrauchtwagen fiel vorhin, Herr Glees? Ich würde jetzt ungern mal bleiben, weil das, dafür ist es, scheint es auch zu komplex zu sein. Aber wenn ich jetzt über die Kaufpreise und Finanzierungsaspekte rede bei Distressed M&A-Transaktionen, was können Sie uns da noch zu sagen? Ich glaube, man muss konstatieren, dass letztlich die Wert- und auch Kaufpreisfindung aufgrund der komplexen Situationen, der mitunter unzureichenden Informationsgrundlage schlicht schwieriger ist. Üblicherweise angewandte Bewertungsmethoden greifen hier mitunter ins Leere. Warum? Weil die Unternehmen ja nachgewiesen haben, dass die bestehenden Unternehmenskonzepte in der Form nicht mehr funktionieren. Das heißt, nach vorne raus zu planen, ist hier eine Herausforderung, denn ich muss die Unternehmenskonzepte ja so anpassen, dass sie auch nachhaltig tragfähig sind. Das ist also immer ein gewisser Blick in die Glaskugel, der auch erfordert, dass, ich sag mal, am offenen Herzen operiert wird, nämlich Restrukturierungsmaßnahmen, finanz- wie auch leistungswirtschaftlicher Art, im Zuge der Transaktion umgesetzt werden. Und all das muss letztlich Berücksichtigung dann in der Wert- und Kaufpreisfindung finden. Und zur Finanzierung muss man sagen, während sich im klassischen M&A die Kaufpreisfinanzierung regelmäßig auf den Kaufpreis reduziert oder beschränkt, ist es so, dass man in Krisenfällen auch Kapital für den Aufbau von Working Capital berücksichtigen muss, denn die Unternehmen haben sehr oft von der Substanz gelebt und letztlich Vermögen aufgeklärt, um sich über Wasser zu halten. Das heißt, ich muss als Erwerber schon im Hinterkopf haben, dass ich für eine gewisse Anlaufphase, sei es nur Working Capital-seitig, nochmal Kapital zur Verfügung stellen muss. Und die gerade genannte finanz- und leistungswirtschaftliche Restrukturierung, die ist eben auch nicht nur arbeits-, sondern kostenintensiv und muss ebenfalls berücksichtigt werden, sodass ich letztlich zwei Kaufpreiskomponenten habe. Einmal für den Erwerb, dann für den Aufbau von Working Capital und dann eben auch für die Umsetzung von Restrukturierungsmaßnahmen. Daraus nehme ich, man braucht eine ganze Menge Kapital und da sind wir wieder bei Herrn Schmelzer. Gibt es da spezielle Bedingungen, die man berücksichtigen muss oder würden Sie sagen, gibt es noch Hürden, die man nehmen muss? Ja, also die gibt es im Distressbereich ganz sicher und zwar eigentlich egal, ob ich vorinsolvenzlich, wo ich ja häufig einen Kaufpreis von null oder sogar einen negativen Kaufpreis finde, als auch aus der Insolvenz zu beachten sind. Zum einen ist das die Kaufpreisfinanzierung. Das ist in Distressfällen in der Regel eine Herausforderung, jedenfalls was die klassischen Finanzierungsinstrumente, eine Kaufpreisfinanzierung über die Bank oder ein Bankenkonsortium betrifft. Zum einen, weil Banken doch etwas scheu sind, in solche Transaktionen sozusagen zu investieren, Kredite zu geben. Zum Zweiten, weil eben Geschwindigkeit bei der Transaktionsumsetzung gefragt ist und bis ich eine Finanzierung stehen habe, dauert es eben ein wenig. Das heißt also, als Käufer muss ich bereit sein, zunächst mal mit 100% Equity in eine solche Transaktion einzusteigen. Das gilt im Übrigen auch für das Working Capital. Da möchte ich gerne nochmal dran anknüpfen, was Herr Klees gesagt hat. Das wird insbesondere bei Käufen aus der Insolvenz, also bei Asset Deals in der Regel unterschätzt, denn im Asset Deal fange ich bei null an. Ich muss eine vollständige Working Capital Finanzierung auf die Beine stellen. Ich habe in der Regel keine Lieferantenkredite, also Zahlungsziele mit Lieferanten sind in der Regel null. Ich bin auf Vorauskasse. All diese Dinge muss ich mit einpreisen
und habe hier sicherlich besondere Herausforderungen, auch was die Höhe des Working Capitals, das zur Verfügung gestellt werden muss, betrifft. Vielen Dank für die Ausführungen. Und da würde ich gerne Frau Gerdes nochmal anknüpfen lassen, was Sie dem den Finanzierungsaspekten noch was hinzuzufügen haben. Gerade im Insolvenzverfahren kann man da noch ergänzen mit dem, bei dem Stichwort Working Capital. Der Insolvenzverwalter darf, wenn er so ein Unternehmen in der Verwaltung hat, keine Verluste generieren mit dem Unternehmen. Sie brauchen aber teilweise ab Insolvenzeröffnung, bis dann tatsächlich der Verkauf über die Bühne geht, etwas Zeit. Und so kann es sein, dass auch der Insolvenzverwalter noch einmal eine Finanzierung benötigt, einen sogenannten Massekredit, der eben häufig dann von dem Investor, mit dem man sich in intensiven Gesprächen befindet, zur Verfügung gestellt wird. Der kann gesichert werden. Das sind dann Masseverbindlichkeiten, also werden nicht quotal befriedigt, sondern in der Regel gibt es auch bestimmte Risiken, die berücksichtigt werden müssen. Aber kann man erstmal von der Rückzahlung ausgehen. Aber das muss man eben auch im Hinterkopf haben. Also in welcher Situation kommt dieses Unternehmen ins Insolvenzverfahren? Wie viel Luft für eine Sanierung ist da finanziell noch? Und dann sollte man sich darauf einstellen, dass der Insolvenzverwalter ein besonderes Interesse an Transaktionssicherheit hat, weil er kann das Unternehmen eben nicht unendlich fortführen. Das heißt, er wird für Kaufpreis oder wenn es zu einem Verkauf im Insolvenzplanverfahren kommt, für einen Investorenbeitrag eine Sicherheit fordern. Also wir sehen das sehr häufig, dass dann wirklich die volle Kaufpreishöhe als Bankbürgschaft bei Unterzeichnung des Vertrages dann abgesichert werden muss oder direkt hinterlegt werden muss auf einem Treuhandkonto. Also auch das erhöht natürlich nochmal den Zeitdruck auf der Finanzierungsseite. Es klingt nach wie vor immer mehr nach Experten der Experten und Sie sprachen gerade von in der Regel. Wie läuft denn eine typische Übernahme aus der Zielgesellschaft aus Distressed M&A ab aus Ihrer Sicht? Na, also wenn wir jetzt vorinsolvenzlich schauen, da haben Sie die ganze Klaviatur des klassischen M&A, also von Umwandlungsmaßnahmen, Share Deal, Asset Deal. Wenn wir in der Insolvenz schauen, dann würde ich sagen, ist noch die deutlich überwiegende Zahl der Transaktionen findet als sogenannte übertragende Sanierung statt. Das ist ein anderes Wort im Insolvenzkontext für Asset Deal. Also das heißt, die betriebsnotwendigen Assets oder der Geschäftsbetrieb wird eben in Form eines Asset Deals erworben. Darum dann eben auch häufig das Thema, dass das Working Capital komplett auf Null ist bei Übernahmen, weil sie eben nur die Vermögensgegenstände übernehmen. Es gibt dann aber parallel auch in der Insolvenz die Möglichkeit, die Klaviatur der sonstigen M&A-Instrumente, also Umwandlung, Share Deal, zu nutzen, wenn sie ein sogenanntes Insolvenzplanverfahren durchlaufen. Und da findet eben die Sanierung des Unternehmens leistungswirtschaftlich und finanzwirtschaftlich im Konsens mit den Gläubigern statt. Also ein Insolvenzplan ist eigentlich nichts anderes als ein Vergleich, den das Unternehmen mit seinen Gläubigern schließt. Und in diesem Insolvenzplan können auch gesellschaftsrechtliche Maßnahmen umgesetzt werden, wie beispielsweise eine Kapitalherabsetzung auf Null, dann Erhöhung des Stammkapitals und über diese Stammkapitalerhöhung dann Eintritt des Investors, weil nur der ein Betriebsrecht hat. Das wäre so ein typischer Fall, wie aus dem Insolvenz über einen Insolvenzplan das Unternehmen übernommen wird. Vielen Dank für die Ausführung und ich würde das jetzt gerne mal in die Runde geben. Gibt es jetzt wesentliche Erfolgsfaktoren für das Gelingen eines Investments in Krisen- und Insolvenzsituationen? Da würde ich mit Herrn Klees gerne anfangen wollen. Vielleicht können wir das so ein bisschen auf der Zeitachse auch differenzieren, denn auf der einen Seite muss ich natürlich in regelmäßig stattfindenden M&A-Prozessen erstmal zum Zuge kommen als Investor. Das heißt, was differenziert mich und bringt mich in die Pole Position, um überhaupt den Zuschlag für das Unternehmen zu bekommen? Und wenn ich den Erwerb dann geschafft habe, dann beginnt ja oft die Arbeit erst, indem ich das Unternehmen dann auch, ich sag mal, traghaltig aufstelle und fit für die Zukunft mache. Im Zeitpunkt der Transaktionsumsetzung ist es sicherlich ganz wichtig,
was ich eben auch schon mal gemacht habe, flexibel zu sein in der Transaktionsstrukturierung. Denn man darf eins nicht vergessen, im normalen M&A-Geschäft hat man einen Verkäufer und einen Käufer und auf der Ebene muss man sich über die ökonomischen und rechtlichen Rahmenbedingungen einer Transaktion verständigen. Bei Krisen- und insolvenzinduzierten Transaktionen habe ich eben mehr Stakeholder, die mitreden. Ich habe unter anderem die Finanzierer, die Sicherheiten haben. Ich habe Arbeitnehmer, die relativ stark vertreten sind, zum Beispiel auch in Gläubigerausschüssen. Und alle wollen dann doch sehr viel stärker Berücksichtigung finden und reden letztlich auch ein Wörtchen mit. Heißt also, wenn ich als Erwerber weiß, wer mir letztlich am Tisch gegenüber sitzt und welche Interessenlage die jeweilige Partei hat, dann kann ich mir alleine schon dadurch Vorteile verschaffen, dass ich auch Kapitalpreise so allokiere, dass die Partikularinteressen der jeweiligen Partei dann auch berücksichtigt werden. Da gucken zum Beispiel die Sicherheiteninhaber dann eben zuvorderst, ob ihre eigene Position, ihre eigene Befriedigung aus der Transaktion. Und das kann man ihnen gar nicht verübeln. Ich muss nur wissen, wie ich damit umgehe. Und dann kann ich im Prinzip mir die Stimmen der Beteiligten ein Stück weit durch intelligente Transaktionsstrukturierung sichern und mir dadurch einen Vorteil auch im Vergleich zu anderen Institutionen verschaffen. Und wenn ich dann, was Herr Schmelzer schon angerissen hat, in der Lage bin, durch schnelle Entscheidungswege und ein hohes Maß an Eigenkapital auch auf der Zeitachse mir Vorteile zu verschaffen, dann bringe ich schon ganz viel mit, um aus so einem Investorenprozess am Ende auch erfolgreich hervorgehen zu können. Vielen Dank für Ihre Ausführungen und da würde ich gerne nochmal zurückgeben zu Frau Berdes. Was sind für Sie oder aus Ihrer Sicht die Erfolgsfaktoren? Da ist schon viel genannt worden. Also vielleicht knüpfe ich nochmal an die Schnelligkeit der Entscheidungsfindung an. Also wie schnell kann man agieren, wie schnell erfasst man die Situation und kann dann auch in die Umsetzung so einer Transaktion einsteigen. Und das ist über die Diskussion, denke ich, schon sehr deutlich geworden, dass man da eben gut beraten ist, außer man vereint dieses ganze Expertenwissen in Personalunion, sich eben versierte Berater an die Seite zu holen, wo aus meiner Sicht neben dem Faktor, dass sie eben ausgewiesene Experten gerade im Bereich der von M&A-Transaktionen in der Krise, also dem Distressed M&A, sein sollten, auch wichtig ist, dass die einen guten Zugang und einen guten Zugang zu dem Netzwerk der Restrukturierungs- und Sanierungsbranche haben, weil das ist in Deutschland sehr klein. Die Leute kennen sich alle oder weit überwiegend untereinander. Es wird viel Vertrauen in Anspruch genommen. Ja, wenn Sie in so kritischen Verhandlungssituationen sind und Sie haben jemanden gegenüber, mit dem haben Sie schon 12-mal verhandelt und wissen einfach, wenn der was sagt, dann kommt da hinten rum nicht irgendwas anderes zurück. Das ist viel wert aus meiner Erfahrung. Und dann natürlich auch, dass Sie die Stakeholder gut kennen, einschätzen können, denen guten Zugang haben, weil auch die Banken, die haben ihre spezialisierten Berater in den Banken, die eben solche Fälle abwickeln und auch die wissen, dass sie da Leute haben, denen sie in den Prozessen grundsätzlich vertrauen können, erleichtert das die Gesprächsführung und Lösungsfindung sicherlich auch. Also von daher, das ist aus meiner Sicht eine Besonderheit dieses engen Marktes der Strukturierungs- und Sanierungsberatung. Vielen Dank für die Information und dann würde ich gerne nochmal den Herrn Schmelzer dazu auffordern, aus Ihrer Sicht die Erfolgsfaktoren. Ja, sehr gerne. Ich beziehe mich vielleicht mal auf Post-Closing, also was passiert eigentlich nach so einer Transaktion, was sind die Erfolgsfaktoren nach einer Transaktion in einem Distressed M&A-Case. Frau Gerdes und Herr Klees haben ja schon sehr eindrücklich gesagt, was sozusagen bis zum Closing passieren muss. Ich glaube, dass es extrem wichtig ist, eine starke Restrukturierungsmannschaft zu haben, eine eigene.
die dazu in der Lage ist, in das Unternehmen einzutreten nach Übernahme und das Unternehmen sozusagen anzuschieben. In der Regel haben Sie sowohl vorinsolvenzlich als auch bei dem Kauf aus der Insolvenz einen enormen Aderlass, was das Personal betrifft. Sie haben einen Mangel an Managementressourcen, weil Sie viel Abwanderung gesehen haben in solchen Unternehmen. Und es ist extrem wichtig, dass Sie auf ein gutes Netzwerk zurückgreifen können von Personen, die große Erfahrung im Distress-Bereich haben, um das Unternehmen entsprechend anzuschieben und dann eine erfolgreiche Zukunft zu führen. Das erfahren wir regelmäßig und deswegen halten wir da auch eine relativ große Mannschaft vor, die in der Lage dazu ist, über Monate, manchmal sogar länger, in solche Unternehmen einzutreten und mitzuhelfen, die Strukturierung nach vorne gehend zu gestalten. Vielen Dank für die Insights und mittlerweile denke ich, das, was Sie leisten als Experten, ist so ein bisschen die Marathonstrecke quasi im 400-Meter-Lauf zu absolvieren. Wirklich eine lange Strecke, aber in komprimierten Zeitrahmen. Ich danke Ihnen jetzt allen recht herzlich. Gibt es noch Schlussworte, wo Sie sagen, das würde mir noch dazu einfallen, was ich oben draufsetzen möchte, als Information, die Ihnen jetzt während des Austausches gekommen ist, oder wo Sie sagen, Mensch, da hätte ich gern noch mal ein Wort zu verloren. Dann haben wir jetzt noch einmal die Chance dazu. Ich merke, dass Sie vollauf zufrieden sind. Ich bedanke mich ganz recht herzlich. Sende liebe Grüße aus Hamburg, nicht ganz an der Alster, Frau Gerdes, aber eben von der Schanze. Ganz liebe Grüße an Sie drei Experten. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Schöne Tschüss. Grüße aus Frankfurt. Tschüss. Danke. Tschüss.